Der Festumzug hier beim Schifferfest in Roßlau läuft. Hinter uns sieht man schon die ersten und ich werde gleich mal reingucken. Sie haben sich ja, hallo, Sie haben sich heute so besonders schön gemacht. Sie sind von der Ölmühle. Was ist das denn? Also das ist ein Mehrgenerationshaus hier in Roßlau. Wir haben da auch einen Kinder- und Jugendbereich, wo Kinder und Jugendliche kommen. Und da haben wir auch viele Veranstaltungen, zum Beispiel jetzt noch ein Fest, zum Beispiel Mühlentreff auch noch. Und wen stellen Sie heute da? Einfach so ein Blumenkind sozusagen, oder? Ja, so als Blumenkind auch, somit als Bäuerin von damals. Okay, vielen Dank, viel Spaß noch. Ach ja, wird schon fast geschlafen im Umzug. Der Förderverein für die Burg Roßlau. Hallo, Sie sind der Oberritter von der Burg, oder? Der Oberritter nicht, aber der Vereinsvorsitzende vom Burgverein Roßlau, ja. Und wo haben Sie die Ritter heute gelassen? Oder sind die schon ausgeflogen von der Burg? Die sind schon ausgeflogen, die müssen unseren Burggarten ein bisschen bewirtschaften und haben im Moment keine Zeit. Na dann, viel Spaß weiter beim Umzug. Jetzt frage ich mal noch hier, frage ich das Burgfräulein oder wer sind Sie? Wir sind vom Tanzverein Saltatio Burgos, eine Renaissance-Tanzgruppe und haben uns heute angegliedert am Burgverein. Und wo kriegt man so ein schönes Gewand her? Das lässt man sich schneidern von seiner Schneiderin. Also auf den Leib geschneidert? Auf den Leib geschneidert. Perfekt, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Gucken wir mal zu den Keglern. Ihr seid die Kegler. Wer räumt am meisten ab? Der Bessere in Roßlau, ne? aber nicht so. Wer ist bei euch der Meister, der beste Abräumer? Ich. Wie viel schaffst du so im Schnitt? Ich bin der Beste. Also der Beste. Gut, danke. Tschüss, viel Spaß noch. Die Roßlauer Schiffswerft rollt hier gleich an und vorbei. Fängt jetzt ein bisschen an zu tröpfeln, aber alles okay. Alles gut, alles noch im Rahmen mit dem Wetter. Die Straßen sind feucht, aber das tut der Stimmung hier keinen Abbruch. Thank you.
Die Lebenshilfe Roßlau ist auch mit dabei. Wollt ihr mal ein großes Hallo loswerden in die Kamera? Einfach mal Hallo auf drei. Eins, zwei, drei. Danke. Jetzt wird's grün. Gärtner kommen. Der Regionalverband Mittlere Elbe der Gartenfreunde. Und wir gehen mal zu dem Zwerg hier mitten rein. Mahlzeit, ich bin jetzt hier bei den Gartenzwergen. Ne? Was wird denn heute noch alles gemacht im Garten? Alles Mögliche. Unkrautsuppen, Erdbeerpflanzen, alles, was im Garten so ist. Also es geht nach dem Umzug noch richtig rund? Genau. Nicht etwa grillen und Bier? Nee, erst zum Abend hin, ja. Aber vorher erst die Arbeit, dann hat Vergnügen. Na dann, viel Spaß. Ah ja, ob wir das dem Gartenzwerg so glauben können, ich weiß es nicht. Das sieht ja abgespaced aus jetzt hier. Da gucken wir auch gleich mal hin. Mal kurz hier ran. Ich glaube, Sie haben da etwas falsch verstanden. Da muss man doch drauf sitzen. Nein, da sitzt man natürlich nicht drauf. Wir trommeln drauf, weil das Spaß macht. Können wir noch mal kurz hören, wie es klingt? Oh, jetzt. Wie kommt man auf so eine Idee, darauf zu trommeln? Einfach auf allem drum gekloppt, was zu Hause ist, oder? Genau, das macht Spaß. Power, Musik, sowas lieben wir. So soll es sein. Wir sind jetzt beim Backhausverein aus Streetz. Hallo, ich grüße Sie. Heute schon Brot gebacken, heute früh? Nein, wir haben gestern schon gebacken, weil gestern ja Bauernmarkt war. Ja. Und dann kamen früh um 7 die Knubbel ganz heiß zum Bauernmarkt und die sind weggegangen wie warme Semmeln. Ja, wir hatten 200 Brote gebacken gestern Morgen. Ja. Bäcker arbeiten ja halbe Nacht, das ist so. Und das hat sich wieder gelohnt. Stört Sie das, dass es heute ein bisschen tröpfelt? Nö, oder? Nein, im Gegenteil, wir haben ja dieses Jahr so viel wenig Wasser gehabt, genau. Also von mir aus könnte es noch mehr regnen. Gut. Jetzt rund, hast du erkannt? Ach, um Gottes Willen. Dankeschön. So, der berühmteste Kapitän der Welt momentan aus dem Kino ist extra nach Roßlau gekommen zum Schifferfest. Was reizt dich hier besonders in Roßlau? Jack. Muss nicht extra herkommen, ich bin ein Roßlauer, waschechter Roßlauer. Jack Sparrow, wir haben es jetzt eben erfahren, der größte Leak der Kinogeschichte. Captain Jack Sparrow ist gebürtiger Roßlauer. Richtig. Ein Wahnsinn. Und das Heimat- und Schifferfest ist das beste und tollste Fest in Roßlau und es soll es noch ewig geben. Gut, Jackie, alles Gute dir. Komm, hier, kriegst du den noch drauf. Passt nicht. Verhalten. Kriegst du dahin. Okay. So, hallo. Dieses Jahr das erste Mal beim Umzug mit dabei. Wir sind froh, dass wir heute teilnehmen durften. Wir haben alles vorbereitet. Was sind denn Buhnenköppe? Die Buhnenköppe, das ist eine Roßlauer Leinspielgruppe, die seit 8 Jahren hier in Roßlau extra für das Schifferfest jedes Jahr ein Programm entwirft. Und aufführt.
entwirft und natürlich auch aufführt. Okay. Ja. Es ist jeden Freitag 19 Uhr im großen Festzelt. Und wenn wir euch nächstes Jahr wieder begrüßen dürfen, würden wir uns alle sehr, sehr freuen. Okay, was wird gespielt, Romeo und Julia? Schauen wir mal, alles gut. Ach, jetzt wird es orientalisch, hallo. Na, was, ihr zeigt sonst bestimmt eher mehr Bauch, aber bei dem Wetter bestimmt nicht, oder? Nee, das stimmt. Super, also doch eher so richtig orientalischer Tanz, Bauchtanz, was man hier so sagt, ja? Ja. Und ihr könnt das richtig gut? Ja. Könnt ihr einmal so, ach ja, geht's ja, hier wird ja schon gewackelt, genau. So. Wie ist das so als einziger Kerl bei den ganzen Mädels? Anstrengend. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das lassen wir einfach so stehen. Viel gut. Als nächstes kommt dann der Kampfsport. Da habe ich jetzt schon fast ein bisschen Angst hinzugehen. Aber wir haben auch gelernt in der Vergangenheit, dass Kampfsportler meistens sehr ausgeglichene Menschen sind und wenn sie nicht gerade ihrem Sport nachgehen, auch sehr, sehr, sehr friedlich. Und es sind ja auch noch kleine Kampfsportler. Vielleicht kriege ich das dann auch gerade noch so hin. So, Hallöchen. Grüß euch. Wir sind gerade live auf Facebook. Ihr könnt jetzt erstmal Hallo sagen. Hallo. Ja. Genau. Wenn ihr uns übrigens gut sehen könnt, schickt mal einen Daumen nach oben. Wenn alles funktioniert, Sound, Ton, schreibt uns einfach mal kurz, schickt einen Daumen nach oben. So, deine Kids hier, hast du da nicht Angst, dass sie dich irgendwann mal umrammeln? Nö, keine Angst, alles gut. Okay, dann viel Spaß noch. Also liebe Facebook-Freunde, schickt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr alles gut hört, wenn ihr alles gut seht. Einfach mal so als Zeichen, weil technisch kann, gerade wenn es hier ein bisschen tröpfelt, immer mal was schief gehen. Was wir aber jetzt nicht hoffen. Wir können ja schon mal ein Stück vorgehen zum Traditions- und Förderverein der Feuerwehr Rottleben. Ja, kann man auch mal machen. Alle gehen immer, wir sollen gleich hinter. Ach, der Fahrer möchte nicht. Jetzt wollten wir einmal einen Fahrer vorstellen und dann will er nicht. Hallo, ich grüße Sie. Wen habe ich denn hier vom Mikro? Ja, das ist der Traditions- und Förderverein der Feuerwehr Rottleben. Ja. Und wir nehmen gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr heute am Umzug teil. Natürlich ganz besonders stolz sind wir mit unserer Emma, die wir präsentieren. Wie alt ist denn die Emma? Die Emma ist also 1961 Baujahr. Also das sind schon, müssen wir schnell mal rechnen. Aber da ist Emma ja definitiv älter als Sie. Ja, fast. Ist okay. Wir gucken noch mal zu Emma. Ihnen alles Gute. Ne? Die Feuerwehr, da ist sie, das alte Stück, 61er Baujahr. Der Emma. Hallo. Unsere Emma hier. Malte, wie ist es, die Emma fahren zu dürfen? Ja, es ist eine große Ehre. Es macht immer wieder Spaß, weil es noch ein richtig alter LKW ist. Einmal hupen bitte. So muss das klingen. Ah, mein Gott. Es ist sicher bequem, aber vielleicht komme ich hier. Das ist ja auch noch Sport heute. Na, sind das jetzt hier die jungen Emmas hinten auf der alten Emma? Fast. Was macht ihr im Verein? Also ihr persönlich? Dabei sein. Dabei sein, genau. Und habt ihr aber den Ehrenplatz heute hier, oder? Ja, ist nicht schlecht, oder? Hepetz, gut, gute Fahrt euch. Jetzt kommt auf jeden Fall laute Musik. Das Trinken, das soll man nicht lassen. Das Trinken regiert doch die Welt.
auch den Menschen nicht hassen, denn nächste Runde bestellt. Sehr schön. Weiter geht's mit der Feuerwehr. Wir kommen nach Roßlau. Und da haben wir den Nachwuchs. Hallo, ich grüße Sie. So, das ist der Nachwuchs. Ja, das ist die Kinderfeuerwehr Roßlau. Die Kinderfeuerwehr. Ab wie vielen Jahren kann man da mitmachen? Ab 6 Jahren können Sie da eintreten, bis zum 10. Lebensjahr. Ab dem 10. Lebensjahr jetzt eine zur Jugendfeuerwehr bis zum 18. und mit 18 jetzt in den aktiven Dienst, wenn sie denn so lange da bleiben. Und die Jugend kommt jetzt bestimmt hinter euch, oder? Naja, die Jugendfeuerwehr ist heute leider nicht mit dabei, weil die hat noch eine Veranstaltung gehabt am Wochenende, die heute früh geendet hat und da sind sie alle ein bisschen platt. Auch das ist doch wichtig. Haben sie wenigstens gewonnen? Ja, also es war Erfahrung. An Erfahrung haben sie gewonnen, ja, genau. Gut, Feuerwehr geht weiter. Huch, jetzt stand ich vorm Bild, Entschuldigung. Mahlzeit. Der ewige Beifahrer. Ah, ja, sieht man auch schön, was in den Wagen drin ist. Auch schön, hier wird nochmal gewunken. Leiterwagen. Tja, mit den Feuerwehren verabschieden wir uns dann auch langsam. Das war ein kleiner Einblick in den Festumzug hier zum Schifferfest in Roßlau. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß. Die Stimmung war super, auch wenn es zwischendurch mal ein bisschen getröpfelt hat. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.